Bucks feuern Budenholzer. Die Milwaukee Bucks haben sich von Headcoach Mike Budenholzer getrennt. Die Entscheidung zur Veränderung ist uns sehr schwer gefallen, sagte General Manager John Horst in einer Erklärung am Donnerstag. Die Franchise wolle sich nun neu ausrichten und auf eine weitere Titelsaison hinarbeiten. Die Bucks schieden vor wenigen Tagen als Number One Seed überraschend gegen die Miami Heat mit 1:4 aus. Insbesondere Budenholzer stand nach der Serie aufgrund einiger kontroverser Coaching-Entscheidungen in der Kritik. Mit der Entlassung des 53-Jährigen endet bei den Bucks eine Ära. 5 Jahre stand Budenholzer in Milwaukee an der Seitenlinie und coachte das Team 2021 zur zweiten NBA-Meisterschaft nach 1971. Als möglicher Nachfolger wird der von Toronto jüngst entlassene Nick Nurse gehandelt. Doncic und Jokic helfen Amok-Opfern. Luka Doncic und Nikola Jokic wollen die Opfer des Amoklaufs von Belgrad unterstützen. Dort tötete am Mittwochmorgen ein 13-Jähriger in einer Schule 8 Kinder und einen Wachmann, ehe die Polizei ihn festnehmen konnte. Doncic, aus dessen Familie viele Angehörige aus Belgrad stammen, will die Kosten für die Beerdigungen und Trauerbewältigung für die Opfer und Hinterbliebenen übernehmen. Ich bin untröstlich über die tragische Schießerei an einer Schule in Serbien und den Verlust von Menschenleben, auch von unschuldigen Kindern, schrieb der Maverick-Star in den sozialen Medien. Ich unterstütze und stehe euch allen in dieser schwierigen Zeit bei, fügte er an. Auch Nikola Jokic hat seine Unterstützung zugesichert. Wir müssen uns um alle kümmern, sagte er im Vorfeld der 3. Playoff-Partie seiner Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns. Brooks Berater kritisiert Journalisten. Mike George, Berater von Dylan Brooks, hat Shams Charania von The Athletic scharf kritisiert. Ausgangspunkt war Charanias Statement, wonach die Grizzlies Brooks unter keinen Umständen weiter beschäftigen wollen. Damit wird der 27-jährige Small Forward in der anstehenden Offseason Unrestricted Free Agent und muss Memphis nach 6 Jahren verlassen. George, Gründer der One Legacy Sport Management Firma, beschuldigt den Journalisten, falsche Informationen zu verbreiten und sogar Spieler anzugreifen. Er könne es nicht verstehen, weshalb überhaupt ein Akteur mit dem 29-jährigen Journalisten sprechen würde. Dass es jedoch eine weitere Chance für Brooks in Memphis gibt, bleibt allerdings weiter unrealistisch.